Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar spielen wir Operator 911. Und ich meine natürlich 911 Operator. Dies ist ein Spiel, was ich mir heute gekauft habe auf Steam. Und ja, auch nach einigen YouTube-Videos habe ich mir gesagt, das hole ich mir, das ist cool. Das gefällt mir, und zwar schlüpfen wir die Rolle einer Leitstelle in irgendeiner Stadt und ja, organisieren, dass die Einsätze ordentlich abgearbeitet werden von den verschiedenen Rettungsteams, sprich Polizei, Krankenwagen, Rettungssanitäter und Feuerwehr. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an mit der Karriere. Mit der Stadt Kapolei. Das können wir auch momentan nicht hin. Also, mal sagen, geht's los. Ich habe den Text jetzt nicht vorgelesen, das kann ich beim nächsten Mal machen. Wenn ihr wollt unbedingt. Sehen wir mal so erste Hilfe, starke Blutung. Erstens, suche nach etwas, womit du die Wunde abdecken kannst. Zum Beispiel eine Bandage, ein sauberes Kleidungsstück. Zweitens, drücke auf die Wunde. Drittens, rufe so schnell wie möglich den Notruf an, beziehungsweise bitte jemanden um Hilfe. Viertens, drücke weiter auf die Wunde, solange keine Hilfe angetroffen ist. Das ist hier schon mal hilfreich. So, jetzt haben wir hier unsere verschiedenen Einheiten, die wir belegen können mit unseren Leuten hier. Die hier sind alle im Urlaub gesetzt für ein oder mehrere Tage. Ein Tag, ein Tag, ein Tag. So, hier haben wir noch einen Polizeibeamten. Den setzen wir mal, den setzen wir mal hier rein in den großen Wagen, und einen Sanitäter. Mal einfach hier noch dazu setzen. Hier unten rechts sehen wir das Geld, was wir haben. Hier können wir uns neue Sachen holen. Fahrzeuge, Equipment und die Belegschaft können wir auch noch aufstocken. Erstmal gucken, was wir hier noch haben. Wir haben noch einen Feuerwehrwagen, hätten wir. Und Equipment hätten wir noch. Gucken wir mal. Können wir doch eh noch schön ausrüsten hier. Und noch eine kugelsichere Weste. Und für einen hätten wir es sogar noch. Wir haben, glaube ich, einen Polizeibeamter, haben wir zwei, die sind momentan im Urlaub. Naja, brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Wir haben oben. Aber Feuerwehrmänner bräuchten wir noch. Ja, zwei Stück. Und Equipment. Equipment. Jetzt auch mal Erste-Hilfe-Sets für jeweils ein bei beiden. Gut, dann haben wir die neues Team. Da kommt noch einer von der Feuerwehr rein. Den verteilen wir auch noch hier. Und das war's. Kurz gucken, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem hier? Geschwindigkeit 120, auch der Feuerwehrwagen, der kann nur 100, der kann 120 fahren. Ja, der ist also besser. Perfekt. Und dann stecken wir den nochmal in den schlechteren rein. So, das war's. Würde ich mal sagen, starten wir die Entsendung hier in Kapolei. Wir könnten unsere Einheiten jetzt noch verteilen, allerdings sind die so gut genug verteilt. Jede sind auf ihre Wachen und die Streifenwagen fahren eh gleich herum. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal die Schicht. So, dann haben wir eine neue Meldung. Ein Auto wurde auf der Straße stehen gelassen und blockiert den Verkehr. Eine technische Störung. Hier senden wir einen von den hin. So, die sehen auch direkt die Route, die er berechnet. Im freien Spiel können wir übrigens jede beliebige Karte spielen, die wir wollen. Es gibt sehr, sehr viele Städte. Eigentlich so gut wie fast alle, könnte man schon sagen. Hier haben wir jetzt gerade erstmal einen neuen. 911, what's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? Könnten sie etwas unternehmen? How many of them are there? There are two of them. Sind zwei. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at
Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Is anybody injured? Oh my, one of them just fell down. Von der Polizei hin. Und anscheinend brauchen wir auch noch einen Krankenwagen. Could you check his medical condition? I'll do that. What should I do? Is he breathing? Ich sehe, hier brauchen wir auch einen Krankenwagen und anscheinend einen Polizeiwagen. Da gucken wir gleich, was das ist. Was haben wir hier? Atmet er eine Sekunde? Ja, hat er. Does he have any injuries that you can see? His face doesn't look good, but apart from bruises and a bleeding lip, I don't see any serious wounds. Okay, I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Gut, das hier ist einfach Gewalt in der Familie. Okay, gut, da reicht ein Polizeiwagen und ein. So, jetzt habe ich den Großen dahin gesendet, nicht den Kleinen, ist egal. Hier ist alles okay. Scheint so. Was haben wir hier? Autodiebstahl. Ein Auto wurde vom Parkplatz gestohlen. Da haben sie ihn aber gleich schon. Super. Der ist noch auf dem Weg. Da wird sich auch direkt drum gekümmert. Perfekt. Ach, die sind schon fertig. War es ja schon mit der Schlägerei. Die Punkte übrigens bedeuten, die werden ausgefüllt, wenn sie irgendwelche Leute mitnehmen müssen. Hier also inhaftiert und hier kranke Personen. Wenn da keine Punkte gefüllt sind, dann müssen sie natürlich auch keine mitnehmen. Da ist zum Beispiel jetzt ein verhaftet, einer verhaftet worden. Der wird direkt abgestellt. Polizeirevier. Was haben wir hier? Eine Party in der Nachbarschaft ist zu laut. Vier Verdächtige. Da schicken wir doch mal gleich mehr hin. Den brauche ich ja nicht. Ein Bruch steht noch in Reserve. Was haben wir hier? Hindernis erledigt in 19 Sekunden. Da geht etwas schneller hier. Und wieder mal ein. Was ist denn passiert? Wie alt ist sie? 14. Jetzt. So möchte. What do you want us to do, ma'am? Come over there and shoot her? What? Excuse me? I was just being sarcastic. Sorry, ma'am. That was very inappropriate. I will file a complaint for that. I assure you, sir. Goodbye. Auf Wiedersehen. Na gut, das nehme ich nicht als ernsthaften Notfall jetzt. So. Drei Verdächtige, womöglich bewaffnet und ein medizinischer. Den stelle ich mir allerdings nur hier bereit. Den möchte ich da ungern hinschicken. Ohne Polizeischutz. Wann sind die hier fertig? Die brauchen noch alle ein bisschen. Dauert anscheinend auch nicht mehr lange. Wenn da Bewaffnete sind. Dann ich den schon mal dahin. Und dann bräuchte ich den Großen, weil da sind zwei Leute drin. Im Kleinen ist nur einer drin. 3, 2, 1, 0. Du bitte auch direkt dahin. Eine neue Meldung. 911, what's your emergency? Hello? Kann ich helfen? My stomach hurts really bad. Bauch tut weh. Alright, does anything else hurt? I have a terrible headache. Kopfschmerzen. Haben Sie sonst so, do you have any other symptoms? No, I don't think so. Ah, hat er denn gestern. Have you eaten anything unusual lately, sir? No, just what I always eat. Okay. What's your address, sir? Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. So, wo haben wir denn einen? Da ist noch einer frei. Was ist das denn? Ein Raser, da können wir den hinschicken, das ist okay. So. Im Hauseinbruch. Dann kann ich jetzt den Krankenwagen auch noch dazu senden. Bewaffneten weiß man ja nie und dann möchte ich kein Risiko angehen. Unter Beschuss. Auch eine Verstärkung. Ich kann mir keine Verstärkung senden. Ich habe nämlich momentan keine.
Ihr habt es aber schon im Griff anscheinend. Was haben wir da? Ein Hund hat eine Person gebissen. Super. Ah, nicht super. So. Dann senden wir einen Krankenwagen hin. Wo kannst du hin? Du kannst zur Station fahren. Wer ist da oben hin? Du musst natürlich hier rum kümmern. 24 Sekunden lang. Und der kann auch mal wieder auf der Wache fahren. Ein Anruf. What's your emergency? There's a fire here. Juventus. Was so what's on fire? I guess it's a living room. Okay, where are you, sir? In front of. I need you to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's situated in an apartment building. Alright, so how big is the fire? It's hard to tell. There's a lot of smoke. Okay. You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. Is it your place? No, I was just passing by. Do you know if there's anyone inside? Maybe. Somebody might be there. I see lights on in other rooms. Ja, dann senden wir einen Krankenwagen noch dahin. The fire department is on the way. Okay. Okay. Goodbye. Da sind zwei Patienten drin, die werden gleich geführt. Und hier haben wir noch, der kann jetzt dahin. So, ein bisschen Hund. Ach, das hat sich auch erledigt schon. Super, geht ja relativ schnell. Was haben wir hier? Banden kämpfen mit Schusswaffen. Fünf Verdächtige. Hätte ich gerne dich da auf jeden Fall. Und dich hätte ich auch da. Aber der schleppt zwar jetzt noch einen mit, aber das ist ja relativ egal. Der bleibt ja da drin. Bewaffnet. Ich hoffe, die kriegen das friedlich geklärt. Ohne viel Schusswechsel. So. Unter Beschuss. Ich hoffe, die... Ich kann nämlich wieder kein Backup senden, weil er ist hier. Erst wenn das geklärt ist, kann ich. Und dann ist auch nur einer, den ich hinsenden kann. Was haben wir denn da noch? Medizinischer Notfall kann ich gerade allerdings leider auch nicht bearbeiten. Fahren zurück zum Krankenhaus. Dann fahrt bitte mal erstmal hier. Hier ist nämlich auch nur ein Verletzter und ein Platz habt ihr da frei. Feuerwagen kann nach dahin und ich habe einen Anruf. 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something about it? Hat keine Adresse. What's the address you're calling from? Okay. Do you know who lives there? A family with two children. Are they loud like this all the time or is this an exception? No, they have little children, so normally they're really quiet during the night. Hmm. Do you hear anything else? Hmm, from time to time, I hear strange noises, like someone's moving furniture, but I don't know why they'd rearrange their room in the middle of the night. Have you seen anybody suspicious in your neighborhood lately? Well, maybe. A few hours ago. My intercom was ringing, but when I answered, nobody said anything. Are you sure that your neighbors are home? Oh my god. Do you think somebody else might be there? They don't go out a lot because of their little children. Okay. I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Wir gucken mal. Medical heading to hospital. Da hat sich gerade irgendwie mein Cortana wieder geöffnet. Im Hintergrund, naja, jetzt ist es weg. So. Und hier haben wir, so, da haben wir diesen einen Notfall. So, da ist noch unter Beschuss, kriegen die, die kriegen das hin. Ich glaube an die. Da kann ich nämlich da jetzt mal einen Officer hinschicken. Den kann ich nach dort senden. Du kannst den wirklich jetzt erstmal abladen. Du bist frei, du kannst nochmal dahin fahren. Verletzter ist im Krankenhaus, okay. Ich bräuchte hier noch einen. Seltsamer Mann wurde gemeldet, scheint eine Waffe zu tragen, okay. Was ist denn hier los? Ich bräuchte hier noch einen Krankenwagen. Hier brauche ich auch noch einen Krankenwagen auf jeden Fall.
Wir haben einen Unfall mit einem Fußgänger. Wir haben momentan keine Polizei. Wir haben keine Polizisten frei. Wir bräuchten allerdings hier einen und da einen. Ich hoffe, dass ich das da... Ach, was haben wir denn da? Hier ist... Technische Steuerung von der Feuerwehr. Senden wir einen hin. Und dann haben wir einen Anruf. 911, what's your emergency? My car was stolen! Ja. Wo? Where did this happen? In the middle of the street! While I was standing at a red light, he just dragged me out of my car and drove away! Okay, I'm gonna need your license plate. Can you give that to me, please? It's... Okay. What color is your car? Red. What type of car is it? It was a van. What's the address of where this happened, sir? It happened at... So how many suspects did you see? It's hard to say. It all happened really fast. I wasn't aware what was going on. We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. Wir brauchen da wieder einen Krankenwagen, beziehungsweise noch einen. Okay, hier haut einer ab. Ach scheiße, da ist auch ein Unterbeschuss. Das ist nur einer. Einer ist tot. Oh. Scheiße, Alter. Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Wir brauchen unbedingt mehr Polizeieinheiten in der nächsten Runde. So, ja, komm, dann fahr du da auch nochmal hin jetzt. Ach nee, bis du da bist, ist doch auch ewig. Ich versetze mir noch da und du fährst nochmal nach da. Na, den kann auch keiner stoppen jetzt. Kann ich den da hinsetzen? Und das muss ja nicht genau hinfahren. Ah, hier, so. So, da habe ich einen Polizeiwagen, den konnte ich da hinsetzen. Du fährst nochmal dahin. Ah ne, du fährst jetzt dahin, dann haben wir den Einsatz. Der andere ist jetzt schon beendet worden automatisch, da wir zu lange brauchten. Das muss ich euch ein bisschen verteilen hier. Der kommt jetzt nach da. Hier unter Beschuss. Das ist doch nur ein... Und das ist dieser Dieb. Och, der ist auch noch alleine jetzt. Scheiße. Das ist nur ein Unfall mit Fußgängern, das sollte relativ schnell gehen. Dann bräuchte ich nochmal mindestens zwei Krankenwagen. Was ist das denn jetzt hier? Was wird das jetzt? Das ist kacke. Aaron Lee, schwer verletzt. Gut, einer von uns anscheinend, den wir wieder verloren haben, erstmal. So, direkt noch einer hin. Oh, das war schon so. Erfolgreiche Einsätze 16, im Gefängnis 2, Strafzettel 7, Einweisung ins Krankenhaus 16, Tote 1, Handelte Eingriff 24, Ruf 22, Grundeinkommen 5000, Belohnung 21.000, Gebühren 6.043, minus die Gehälter von 3.895, macht eine Bilanz von 28.588. Dann haben wir hier einen Leon Lee, wurde schwer verletzt, haben wir gerade gesehen. Anton Kurs wurde verletzt, James King wurde befördert. So, und hier haben wir... Einmal Zeit ist abgelaufen und laut den Nachbarn haben wir... nicht so gut... Ja, okay, das lief anscheinend nicht so gut. Auch wenn es gelöst ist. Wenn wir irgendwas besser machen, so. So. Das war die erste Schicht und ich sag mal, das war dann auch das erste Video. Das nächste wird in Kürze kommen mit der zweiten Schicht. Ansonsten würde ich mal sagen, haut rein, Jungs, und bis später.